Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Eigentlich war ja was ganz anderes für heute geplant, aber wenn ihr wissen wollt, was eigentlich für heute geplant war, schaut auf jeden Fall das letzte Video mal euch an. Aber heute zeige ich euch, wie ihr euch den Xenospot installieren könnt. Das zeige ich jetzt erstmal für Windows und bald kommt vielleicht nochmal so ein Einzeltutorial über Linux. Aber da werde ich dann eine ältere Version vorstellen, wo man dann bis zu 6 Instanzen erstellen kann. Da habe ich jetzt zu mit 6 Instanzen nur für Linux gefunden. Nichts mit Windows. Also normalerweise hat man nur 2 Instanzen. Aber dazu zeige ich euch jetzt noch gleich viel mehr. So, zuerst geht ihr auf die Seite xenospot.com. Der Link ist einmal in der Infobox. Und das scrollt ihr entweder hier ganz runter zum Download oder ihr drückt einfach hier auf Download und kommt automatisch hier runter. Also voll elegant. Klickt dann hier auf Windows. Also hier auf Download for Windows. Das habe ich jetzt schon getan. Hier sind meine 2 wichtigen Dateien. Einmal Xenospot, die Datei. Die werde ich jetzt erstmal ausführen. Das ist jetzt, wenn ihr schon das heruntergeladen habt. Lest euch natürlich diese ganze Lizenz durch, annehmen und jetzt sucht ihr den Speicherort aus. In meinem Fall soll das die Datei F sein, weil, ja. Ups, jetzt haben wir sie nicht ausgewählt. F, neuer Ordner erstellen, den nennen wir Xenospot oder wie auch immer ihr den nennen wollt. Und ja, dann klickt ihr einfach auf Installieren. Jetzt werden hier Dateien schon erstellt, wird kopiert und sonstiges. Und jetzt steht einfach da Fertig. So, geht auf Fertigstellen, könnt die Datei löschen. Und schon habt ihr hier eine weitere Datei namens Xenospot 0.9.8. Das ist momentan die aktuellste Version. Führt die aus und schon bekommt ihr hier lauter ganz neues Zeug. Hier erstmal bei der Firewall Zugriff zulassen. Und hier sagt er direkt TS Client Quit, weil wir noch keine Lizenz abgeschlossen haben und sonstiges. Und hier das Fenster müsst ihr leider offen lassen. Dazu habe ich jetzt noch nichts weiteres gefunden. Zunächst geht ihr dann in euren Browser. In meinem Fall ist es hier die Dingens, der Mozilla Firefox. Tippt da die IP ein. Die 127.0.0.1 Doppelpunkt 8087 und kommt automatisch hier in das Webinterface. Hier werdet ihr nach einem Usernamen, / E-Mail und nach einem Passwort gefragt. Der Username ist Admin, Passwort ist FUBAR, FOOBAR und schon seid ihr hier drin. Wenn ihr das natürlich auf Deutsch haben wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, das dann auf German umzustellen und schon habt ihr es. So, jetzt müsste das normalerweise so bei euch aussehen. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz einfach noch was einstellen könnt. Hier zum Beispiel unter Instanzeinstellungen könnt ihr dann zum Beispiel, wie ich das immer klassisch mache, dann gehe ich öfters mal zum Text-Styler, crazyfont.net. Dann Nix und Zeichen. Und dann nehme ich hier zum Beispiel, wo haben wir es? Hier haben wir dann das Zeichen. Kopieren wir uns. Ersetzen das hier einfach durch jeder. Okay, wir haben gerade ein bisschen gefailt. Rechtsklick, kopieren, einfügen. Und dann zum Beispiel Buch-MC, das Musik. Also so nenne ich jetzt meinen. Host ist jetzt hier in diesem Tutorial erstmal der mc-live.net, aber der Port ist der Standardport 9987, Entschuldigung. Standard-Channel komme ich gleich noch zu. Klickt dann erstmal hier Songs ankündigen. Es wird gespielt. Doppelpunkt. Und dann, um das Lied anzuzeigen, was gespielt wird, einfach dieses
Prozent S für den Song und dann geht ihr hier auf Änderung speichern und jetzt wurde das alles übernommen. Das könnt ihr natürlich auch schon den Musikbot starten. Dazu klickt ihr hier oben auf Startbot. Wartet, bis er grün geworden ist, der Button. Und auf einmal bemerkt ihr schon, hier unten öffnet sich etwas. Das müsst ihr einmal kurz runterscrollen. I add, accept. Und schon ist hier auf einmal so ein TS offen mit einem Fenster. So, das ist jetzt euer gesamter Musikbot. Jetzt öffne ich meinen TS. Okay, in dem Falle. Jetzt hakelt das nämlich schon wieder rum. Das ist auch nämlich ein kleiner Bug. Erst müsst ihr den Bot stoppen. Jetzt ist er auch weg. Test Client quit. Und startet euren. So. Verbindet euch dann erstmal auf die IP. Connected. Connected. Und ja, dazu muss ich jetzt einmal ganz kurz cutten. Weil ich weiß jetzt nicht, ob mein System-Sound mit aufgenommen wird, deswegen kurzer Cut. So, da bin ich auch wieder. Und hier wird kräftig supported, aber ich supporte jetzt auf keinen Fall. Hier sieht man schon irgendwie, dass die alle Icons nicht gefunden wurden. Keine Ahnung, was das jetzt gerade ist. User entered your channel. Gehe ich jetzt mal in die Polizei-Umgebung. Und dann gehen wir nochmal hier rein, starten den Bot. Und wie ihr jetzt seht, hier unten ist dann der zweite Dings geöffnet. Und wenn wir mal hier schauen, also ich habe jetzt gerade keine Sehpower, wie auch immer. Hier, Burem sieht das Musik. Rufen den dann User mal da was rein. Moved out of channel your channel. Und als erstes hört ihr einfach noch gar nichts. So, als nächstes geht ihr dann auf I Love Radio Streams. Also ich nehme immer I Love Radios. Also den I Love Radio, weil der ist auch gut. Aber man kann natürlich auch schon den so einstellen. Hier geht ihr dann einfach auf Music. Hier oben, das ist komischerweise Englisch geblieben, keine Ahnung. Klickt dann hier auf Radio und dann I Love. Und schon habt ihr die ganzen Radiosender. Aber wenn der Musikbot nämlich zum Beispiel mal restartet, dann wird diese Musik nicht automatisch weiter ausgeführt. Deswegen würde ich jetzt hier die Möglichkeit empfehlen. Zum Beispiel bei mir ist das jetzt I Love Tubestars. Mache ich einen Rechtsklick auf Stream 01. Den kopieren, weil ihr den mit der MP3-Datei würde ich immerhin weiterempfehlen, weil die ist sehr gut. Und das andere, da gibt es jetzt nämlich noch die Gefahr, dass es nicht funktioniert. So, geht dann wieder in euer Webinterface, URL hinzufügen. Kopiert dann diese URL hinzu, schreibt dann zum Beispiel TubeStars oder whatever hinzufügen. So, jetzt ist hier auch dieser Stream. Wir können den auch mal ausführen, also so werde ich den definitiv erstmal leiser machen. Das geht natürlich hier unten mit dem Pegler. 0 gleich leise, also stumm. 100 gleich ganz laut und so weiter und so fort. Könnt ihr schon starten. Und wie ihr hier schon seht, es wird gespielt und dann das Lied. Er leckt jetzt rum wegen meiner Leitung. Das läuft ja alles über euch, eure Leitung. Nur das mit dem Linux, das wird natürlich dann über einen V-Server laufen. Das werde ich euch dann auch nochmal irgendwann mal zeigen. Und ja, wenn ihr jetzt wollt, dass der Musikbot zum Beispiel bei einem Restart automatisch diese Musik wiedergibt, hier einmal draufklicken und dann Play on Start ab. Das heißt, immer nach einem Restart kommt automatisch diese Musik. Jetzt gab es ja hier noch einen Reiter namens Play When Idle. Oder Idle, Idle, keine Ahnung, whatever. Und das heißt, wenn er zum Beispiel gestoppt ist, dann spielt er automatisch diesen Radiosender ab. So, das übernehme ich jetzt mal so. Und ja, zum Beispiel gibt es jetzt ja auch die Befehle, wo man jetzt zum Beispiel hier Ausrufezeichen YouTube und dann eine URL eintippen kann, dann spielt er diese URL ab. Aber dazu werde ich auch irgendwann nochmal extra Video machen. Und wie man hier zum Beispiel das mit dem Ausrufezeichen Stopp machen kann oder so. Dazu müsst ihr erstmal euch freigeben. Dazu geht ihr unter Benutzerkonten. Habt ihr dann diesen Admin. Bearbeiten. Und jetzt steht hier an neue Identität binden. Klickt ihr drauf.
sucht euren Username. Bei mir ist es jetzt in dem Fall burep-@noel. Und ja, klickt dann hier auf, okay? Und jetzt wurde das übernommen. Jetzt können wir hier reingehen. Schreiben hier zum Beispiel voll 10 für Volumen auf 10 zu stellen. Und schon könnt ihr dann diese ganzen Befehle ausführen. Hier, da bekommt ihr dann immer diese Messages. Das ist ein bisschen nervig, aber das kann man auch ausstellen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht wie. Aber wenn ihr sehen wollt, wie das geht, schreibt es in die Kommentare und ich schau mal nach und mache extra nochmal ein Video dafür. Und ja, wenn ihr noch mehr hierzu sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich schaue da mal, ob ich dazu noch irgendwas mehr herausfinden kann. Ich kann auch noch dabei gucken, wenn Interesse besteht, dass wie man 6 Instanzen macht. Und das zeige ich jetzt noch gerade schnell, wie man eine zweite Instanz macht. Instanz erstellen. Buch MC. Keine Ahnung. Scheiße. Nennen den jetzt zum Beispiel einfach nur Buch MC. Jetzt ist er noch nicht aktiviert, also wenn ihr wieder da reinklickt, User joined your channel. Haben wir dann nichts drin. Und Sound muted. Da ist gerade der Grund reingekommen, also ein User. Sound resume. Und ja, deswegen ich schreibe hier mal kurz Aufnahme. So. Und ja. Die Instanzeinstellung, dann seid ihr immer noch hier, das will ich jetzt gerade rausprobieren. Dann klickt ihr einfach hier bei der neuen Instanz auf Aktivieren. Da ist ja auch dieses noch auf Aus, Instanzeinstellung. Dann klickt ihr der Musik. So. Aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Hier könnt ihr dann über das Übliche wieder reintun. Erinnerung speichern. Und Power. So, meine Leitung bricht jetzt komplett zusammen. So, jetzt müsst ihr hier natürlich auch wieder akzeptieren, weil es ja eine zweite Identität ist und so. Und jetzt seht ihr schon, der ist drauf. Das kann man auch hier ganz channel easy sehen. Hier ist jetzt auch wieder User ein weiterer Musikbot. Den kann ich euch auch mal zeigen. User was moved out of your channel. Hier einmal das Musik, da könnt ihr jetzt auch zum Beispiel Stopp reinschreiben. Und automatisch wird diese Musik wiedergegeben, weil wir es ja vorhin eingestellt haben. So, den werde ich jetzt mal kurz rausrufen und euch beweisen, dass ihr auch natürlich bei der zweiten Identität es auch machen könnt. Klickt hier einfach weiter drauf. Ja, natürlich würde das bei euch lagfrei laufen, nur bei mir ist schon wieder Abend, deswegen ist meine Internetleitung scheiße, das habe ich immer. Deswegen einfach wirklich um Entschuldigung. Und ja, das war's doch schon vom heutigen Tutorial. Wenn es euch geholfen hat, ja, wie ihr einen TS-Bot erstellen könnt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da und sonstiges. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns wirklich im nächsten Tutorial. Ciao. Okay. Zero. Venus. Eine Buch-IP, fick dich. Okay, also ich soll dich gleich dann also in der Aufnahme als Hurensohn beleidigen. Ja, beleidige mich halt tun, sondern. Okay. Sag einfach am Ende des Videos, der Player ist ein Hurensohn. Okay. Niha Player ist ein Hurensohn. Amena Kolm. Mach ich, Niha. Und mach vorher noch Werbung vorne von unserem Server. Ja, MC Live besucht alle den Server bestens. Oh. Abonniert Nexus und Spawn. Bestes. Joint einfach mal, Leute. Das ist der Anhang vom Video. So, ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Ciao.